Hallo, ihr spieletastischen Leute, und willkommen bei der Mädelsrunde mit Liv und Sabrina. Genau. Ja, heute haben wir uns mal wieder gedacht, es ist Zeit. Wir haben seit längerem schon wieder nichts gepostet, online gestellt, wie auch immer. Die Zeit ist uns dazwischen gekommen. Aber jetzt hatten wir doch mal wieder Gelegenheit, ein bisschen was zu spielen, und deswegen fangen wir direkt an. Genau. Das erste Spiel, das wir vorstellen werden, ist, beziehungsweise was wir, ja, was wir halt gespielt haben, ist Pictures. Ja. Pictures, wahrscheinlich wie mittlerweile jeder weiß, ist dieses Jahr nominiert zum Spiel des Jahres. Ist ein Spiel für 3 bis 5 Personen und für 30 Minuten angesetzt und ab 8 Jahren. Das heißt eigentlich ein typisches Familienspiel. Willst du sagen, worum es bei Pictures geht? Weil ich das so gut kann, meinst du? Ja, genau. Also, es gibt Bilder, wie wir, genau, und die werden in Spalten und Reihen so, naja, es gibt so Spalten und Reihen. Spalten und Reihen, also Bilder? Ja, und dann gibt es so Spalten und Reihen, ja. Mhm. Und dann gibt es 5, oder waren es 5? Ja. 5 verschiedene Spielmaterialien, so, oder? Ja, wie zum Baumaterialien. Beispiel Bauklötze oder Stöcke und Steine. Oder auch ganz spannend, so Schnürsenkel. Genau. Ja. Und dann kriegt jeder eins, also eins von diesen Spielmaterialien. Ja. Und zieht einen Chip, wo dann jeweils eine Nummer und ein Buchstabe draufsteht für, also, die Spalte und Reihe. Ich hätte jetzt zum Beispiel geheim, natürlich so, dass es niemand weiß, die A3 gezogen. Dann liegt da natürlich ein Bild bei A3 und dann muss man versuchen, mit seinen Spielmaterialien das Bild nachzustellen, nachzubauen, so dass die anderen erraten können, welches Bild es ist. Also zum Beispiel wäre da jetzt ein Schmetterling und dann müsste ich jetzt mit meinen chlorreichen Schnürsenkeln, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig und erhöhte Challenge im ohne Liegen. Okay, das geht nicht so. Geht nur im Liegen, okay? Ja? Ja. So, eigentlich müsste ich jetzt darstellen und dann macht es eben jeder mit seinem eigenen Bild. Genau. Und dann wird 3 umgeraten, wer hat welches Bild gehabt. Genau. Da kriegt man dementsprechend Punkte und am Ende, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Ja. Ich fand es eigentlich ganz gut, weil ich fand es irgendwie lustig mit den unterschiedlichen Materialien, und die wechseln übrigens auch in jeder Runde durch. Also es ist dann nicht so, dass einer immer irgendwie mit Schnürsenkeln was machen muss und einer immer mit Stöckchen und Steinen, sondern jeder bekommt mal jedes Material. Und es war schon eine Herausforderung. Bei manchen Sachen ging es leichter, bei manchen ging es ein bisschen schwieriger. Aber ich fand es mal wieder was anderes und ich fand es ein richtig nettes Familienspiel tatsächlich. Ja, kann ich mich so anschließen. Das Einzige, wo ich sage, was ich ein bisschen schwierig finde, ich glaube, da gibt es so verschiedene Meinungen, dass theoretisch, also wenn ich das jetzt 5 Runden lang spiele und es gibt, die Bilder bleiben das ganze Spiel gleich liegen sozusagen, und es gibt diese Blättchen mehrfach, das heißt, es mehrere Spieler können auch mal A3 bauen müssen, also den Schmetterling machen müssen. Und es kann manchmal passieren, dass 2 Leute genau die gleiche Karte haben mit genau dem gleichen Material, und dann wird es irgendwie einfach, weil dann baut es halt genau so nochmal nach. Ja. Das heißt, theoretisch würde es mir fast besser gefallen, ich könnte das jede Runde ändern, aber dafür sind es dann zu wenig Bilder. Also muss es so sein. Das ist aber so auch schon das Einzige. Wobei, vielleicht, wenn man das mit Kindern spielt, so mit 8-Jährigen, dann ist es vielleicht auch ganz okay. Weil ich glaube, die tun sich vielleicht mit dem einen oder anderen Material vielleicht eh ein bisschen schwer. Weiß ich nicht. Kann ich auch nicht sagen. Also mir hat es jedenfalls vorhin gefallen. Ja, am Anfang waren wir voll der Fail. Also in der allerersten Runde. Also, ja. Weil wir haben ja gar nicht gewusst, dass das der Fall sein könnte, dass mehrere Leute dasselbe Bild nachbauen könnten. Und dann waren wir so, okay,
ich habe jetzt das, aber was ist dann das da drüben? Vielleicht das, aber das war genau dasselbe wie... Ja, da ist man halt irgendwie nicht drauf gekommen, dass vielleicht zwei Leute am Tisch genau das gleiche Bild bauen könnten. Ja. Das ist übrigens die Anleitung, die ist genau eine Seite. Das heißt, es ist natürlich sehr freundlich auch für Einsteiger und für Leute, die vielleicht nicht ganz so oft spielen. Finde ich gut. Mein Okay hat das Spiel jedenfalls. Oh, jetzt habe ich es schon wieder falsch rum drauf gemacht. Egal. Genau, dann das nächste Spiel, das wir gespielt haben, ist eigentlich nicht so unser Genre. Aber wir haben es trotzdem mal gespielt. Weil es so schön aussieht. Es ist so schön. Ja. So schön. Alice Magic Heroes. An wem geht es nicht so, dass man manchmal eine Schachtel nimmt und denkt sich, boah, die sieht voll gut aus. Und dann ist das Spiel halt irgendwie so nicht so unbedingt seins, aber das heißt jetzt nicht, dass das Spiel schlecht ist. Also Alice Magic Heroes ist ab 12 Jahren für 3 bis 5 Spieler und hat eine Dauer von 60 Minuten angegeben. Worum geht's? Im Prinzip da gibt es eine ganze Storyline dazu, die steht auch in der Anleitung drin. Hat die Herzkönigin, also eigentlich war es ja so, dass es im Wunderland, das Wunderland war kurz davor, vom Nichts verschlungen zu werden. Und deswegen die Herzkönigin befunden hat, sie muss jede Menge Alices. Jetzt müssen wir irgendwie die Alice holen und dann sind aber auch ganz viele. Und jetzt sie brauchte hier ganz viele Alices. Okay. Eine Armee von Alices, um das Wunderland zu retten. Und als sie das dann geschafft haben, wollten die nicht gehen und dann gab es Zoff im Wunderland und dann hat die Herzkönigin befunden, okay, wir teilen das jetzt in Teams auf und der Stärkere gewinnt. ist eigentlich ganz nett gemacht. Es gibt hier so verschiedene Blättchen, die werden dann je nach Spieleranzahl zu einem Spielplan zusammengepuzzelt, sind auch immer unterschiedliche. Das heißt, das Wunderland kann immer anders aussehen. Auf der Rückseite von jedem Blättchen ist auch noch geschickterweise der Rundenanzeiger drauf. Dann gibt es eben 5 verschiedene Charaktere, die man spielen kann. Den Märzhasen, die Herzkönigin, Humpty Dumpty, der verrückte Hutmacher und die Grinsekatze, genau. Worum geht es eben? Wirklich im Wunderland möglichst viele Gebiete einzusammeln und wenn du es schaffst, dass du hier eben pro Blättchen die meisten Felder erobert hast, dann kriegst du nachher am Ende Siegpunkte für dieses Blättchen. Das heißt, der erste, also der am meisten drauf hat, bekommt 6 Punkte und der am zweitmeisten Blättchen draufgelegt hat auf diese Felder, bekommt 3 Punkte. Und dann gibt es eben jede Menge Alices in verschiedensten Farben. Die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und verschiedene Punktzahlen und so weiter und so fort. Letztendlich ist es eigentlich so ein bisschen, wie man vielleicht sieht, kriegt jeder Charakter eben 5 solche Karten in verschiedenen Farben und jede Farbe steht für eine besondere Fähigkeit, zum Beispiel die rote Karte ist das Militär. Das heißt, wenn ich mehr rote Karten in meinem Land habe oder in meinem Reich habe, dann kann ich auch schwierigere Felder angreifen, wie zum Beispiel 4 hat hier drauf oder 5 ist eine Stadt und so weiter. Wenn ich... Um die spielen zu können, braucht man aber... Ja, genau. Dann gibt es eben blaue Karten. Je mehr blaue Karten nachher in meinem Reich liegen, desto mehr Karten darf ich auch wieder ziehen eventuell.
Die gelben Karten sind Traumenergie. Das heißt, die Traumenergie, das ist eigentlich das, was ich brauche, um überhaupt Karten oder Alices spielen zu können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine gelbe Alice-Karte bei mir im Land habe, dann kann ich ab jetzt lauter Alices spielen mit einem Wert von 1. 1 oder 0. 2 wäre zu hoch. Wenn ich 2 von diesen hätte, könnte ich auch schon Alices mit einem Wert von 2 spielen und so weiter und so fort. Was ist grün? Ah, grün ist Mobilität. Das heißt, je mehr grüne Karten ich hier hin angelegt habe in meinem Reich, desto weiter kann ich überhaupt laufen, um überhaupt Felder zu erobern. Ja, und weiße Karten, je mehr weiße Karten ich hier liegen habe, desto mehr Siegpunkte bekomme ich, wenn ich zum Beispiel ein weißes Feld erobere. Das sind so die 5 Möglichkeiten, die man hat. Ja, und letztendlich muss man halt einfach mal gucken, man bekommt Karten, spielt dann 2 Phasen. Also wenn ich dran bin, darf ich erstmal eine von meinen Karten spielen. Das heißt, hier meine Auslage von meinem Reich legen, was auch immer ich auf meiner Hand habe und gerade spielen kann. Und wenn ich das gemacht habe, dann lege ich eins von meinen Plättchen irgendwo auf ein Feld, das ich eben erobern kann. Durch meine Reichweite, die ich habe, und durch meine Angriffsbonus und so weiter und so fort. Ja, das Spiel geht über 14 Runden. Und wie gesagt, wer am Ende am meisten Siegpunkte hat, gewinnt eben. Gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, die weißen Karten sind eine Möglichkeit. Eroberung von solchen Städten, Plättchen, wie auch immer. Auch Eroberung von, es gibt noch so ein paar Wälder und so weiter, die man erobern kann. Die weißen Karten haben mitunter auch nochmal Sonderfähigkeiten, die einem Siegpunkte geben. Zum Beispiel pro 3 grüne Felder, die ich erobert habe, bekomme ich 2 Siegpunkte oder sonstiges. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, ist, dass auch wieder Alice hinten, der Rückseite, ein einfacher Bürger ist. Das ist dann, wenn ich jetzt zum Beispiel nur noch Karten habe, die ich überhaupt nicht spielen kann, dann kann ich auch, anstatt einer Alice zu spielen, kann ich auch einen einfachen Bürger hinspielen. Und das ist dann egal, welche Farbe diese Alice hat, die kann die in jedem Bereich liegen. Ja. So kriegt man dann auch wieder neue Karten, theoretisch. Genau. Also einfach ein Spiel mit verschiedensten Mechanismen, verschiedenen Möglichkeiten, wie man Punkte sammeln kann, ist eben schon ein bisschen strategisch und das ist eigentlich normalerweise nicht so unseres. Da lief ihr es noch weniger als meins. Also wie fandest du es so? Also von dieser Art von Spielen fand ich es jetzt auch nicht so schlecht. Man kann das schon mal spielen, aber natürlich nicht meine erste Wahl. aber sonst die Bilder von jeder einzelnen Alice sind schön gezeichnet. Die habe ich dann immer schön angeguckt. Die hat also das Design besonders gefallen. Ja. Ja, also es ist nett gemacht und ich finde es jetzt auch nicht ganz so extrem schwierig, weil, wie gesagt, man darf eigentlich nur 2 Sachen machen. Eine Karte spielen und ein Blättchen legen und das war's dann auch schon wieder. Also so extrem viele Möglichkeiten hat man dann auch nicht, was das angeht. Und das macht es dann auch wieder, finde ich, überschaubar vom Schwierigkeitsgrad her. Aber schon ganz spannend und ich hatte ein bisschen das Gefühl am Anfang, hat sich erstmal so gar nichts getan, so jeder hat sich so ganz ruhig so vor sich hin, ich erober mal das Feld und hier erober das Feld und da erober ich mal das Feld. Und dann gegen Ende hat aber plötzlich das Gefühl so, hä? Und jetzt fangen irgendwie alle an, sich gegenseitig zu erobern und darauf zu achten, hä? Hey, Moment mal, ich will doch die Mehrheit auf dem Feld haben, auf dem Plättchen haben. Genau, aber ich finde auch am Anfang, wenn man auch nicht so viel kann, dann ist es auch ein, für mich, also ich persönlich fand es dann auch ein bisschen langweilig, weil irgendwie konnte man noch gar nichts, so ich konnte nie meine Karten spielen, musste immer einfach einen Bürger spielen dann und dann wollte ich mal weiter weg von meiner Stadt, aber konnte ich nicht, hatte ich keine Mobilität. Ich glaube, man muss sich das schon ein bisschen ausklügeln irgendwie und ein bisschen reinfuchsen, also, aber ich fand es eigentlich okay. Was ich auch noch ganz interessant fand, tatsächlich am Mechanismus ist, im Prinzip hat man hier diese Städte und am Anfang bekommt jeder Spieler, darf sich zum Blättchen auf 2 Städte, also
erstmal auf eine Stadt und dann nochmal auf eine andere Stadt legen, sozusagen. Und von dort aus sind praktisch die Startpositionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas erobern will, muss ich halt immer zählen von meiner Stadt, wie weit ich zu dem Feld hin brauche. Und ich kann dann zum Beispiel auch hier ein Feld erobern, also das könnte meine Stadt sein, und ich kann hier ein Feld erobern. Wenn das aber nicht durch meine Plättchen verbunden ist mit der Stadt, kann das jederzeit jeder andere wieder zurückerobern. Erst in dem Moment, wo das mit praktisch wie ein Weg mit meinem Plättchen mit meiner Stadt verbunden ist, ist es wirklich meins, dann kann es mir keiner mehr wegnehmen. Ja. Kann irgendwie auch zu Ärger führen. Also, bei uns hat es auf jeden Fall schon ein bisschen zu Ärger geführt. Aber nur, weil du geschummelt hast. Ich habe nicht geschummelt. Ja, das sagst du jetzt so. Die Regel bei uns heißt, wer die Regel liest, beschummelt. Ja, und es liest halt immer die Sabrina die Regel. Ja, also immer. Man kann halt auch mit den Alice-Fähigkeiten dann manchmal die anderen Spieler ärgern, weil man Plättchen wegnehmen kann oder weil man irgendwelche Alices umdrehen kann und die Fähigkeiten nicht mehr gelten. Und also das ist schon, hat schon seinen Ärgerfaktor auch mit dabei. Genau. Und es ist einfach wunderschön. Da habe ich schon wieder den Deckel. Habe ich schon wieder den Deckel falsch drauf gemacht. Die Anja meinte, wenn... Also jemand, der gerne zählt, also dann zählt, mit welcher, wenn ich jetzt mein Plättchen dahin lege, wie kriege ich dann die meisten Punkte? Und wir sind halt gar nicht Zähler. Ich habe gar nichts gezählt. Aber okay. Wer sowas mag, der ist damit wahrscheinlich. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn man so einen Tisch hat von Leuten, die halt so sehr strategisch bewandert sind und auch gerne so wirklich zählen, so, oh, wenn ich mein Plättchen da hinlege, dann kriege ich so viele Punkte, wenn ich es jetzt da hinlege, dann kriege ich auch so viele Punkte, aber dafür nehme ich dem anderen noch Punkte weg. Und wenn ich es da hinlege, ärgere ich gleichzeitig den noch mit und überhaupt. Also, ich glaube, für solche Leute ist das schon ein Spiel. Ja. So, dann kommen wir zum letzten Spiel. Genau, das letzte Spiel ist Villen des Wahnsinns. Villen wie eine Villa. Ja? Genau. Ja. Guck mal, wie viele Spieler. Sag mal. Bin ich wieder dran. Ja. Also, das Spiel Villen des Wahnsinns ist von Fantasy Flight Games. Ja, kennt man wahrscheinlich. Die machen ja viele solche Spiele, auch mit Miniaturen und so weiter. Ab 12 Jahren 1 bis 5 Spieler. Dauer steht hier 2 bis 3 Stunden. Also, man muss Zeit mitbringen. Ja, also ich meine, ich finde auch, also es gibt halt einfach verschiedene Geschichten. Das ist schon mal das eine, was ich auch immer persönlich ganz gern mag, weil es ist jetzt nicht so, dass nach einer Geschichte ist fertig, sondern es gibt schon unterschiedliche Fälle, die eben alle in dieser Cthulhu-Welt spielen. Das heißt Dämonen und so weiter. Spannende Geschichten. Ja, und ich finde, also manche... Es ist ein kooperatives Spiel. Es ist ein kooperatives Spiel, das stimmt. Wir lieben kooperatives Spiel. Wir lieben kooperatives Spiel, hast du recht. Das Spiel kommt mit einer App, ne? Ja. Doch, man muss es mit einer App spielen. Ohne App geht's nicht. Also man muss auf jeden Fall dazu die App runterladen. Die ist übrigens auch in Deutsch erhältlich oder aber auch in Englisch, je nachdem, weil man es eben braucht. Ja, wie funktioniert das Spiel so im Groben? Ja, man sucht sich eine Geschichte aus, man sucht sich Charakter aus, man baut den Spielplan, man ist auf dem Spielplan und spielt. Ja, es gibt zwei Runden. Es gibt die Ermittlerphase, wo man dann laufen und entdecken und sowas kann oder kämpfen. Und dann kommt die... Wie ist die andere Phase nochmal? Mythosphase. Genau, die Mythosphase, wo dann eventuell Monster auftauchen und so weiter. Ja, also die App ist auch so, wenn man sich so eine Geschichte raussucht, dann sagt die einem erstmal, wie man jetzt für den Anfang den Spielplan aufzubauen hat. Zum Beispiel startet man mit. Was geht denn hier so? Mein Billardzimmer startet man jetzt eher nicht so sehr. Man könnte zum Beispiel in einer Gasse starten. Warum auch immer. Hängt jetzt von der Geschichte ab. Und dann gibt es dann eben so komische Marker, die werden dann hier... Komisch sind die aber gar nicht.
Ja, sorry. Untersuchungsmarker. Marker einfach. Verschiedene Marker. Die werden dann irgendwo platziert und eben in der Ermittlerphase kann man mit seiner Spielfigur, die hier irgendwo in der Tüte mit den hunderten Miniaturen ist, eben hin und her bewegen, kann was anschauen, diese Marker untersuchen und so weiter. Und dann wird mitunter mehr aufgedeckt. Das sagt einem aber auch immer die App. Genau. Finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Ja. Und die App macht es gut. Dann. Die App sagt dann tatsächlich, also man sucht sich, es gibt ja verschiedene Charaktere, die man spielen kann, und dann kann man am Anfang in der App eben eingeben, okay, wir spielen die Geschichte und wir haben den und den Charakter mit dabei, und je nachdem, welche Charaktere man dabei hat, ändert sich eben der Plan manchmal ein bisschen auch in jeder Geschichte und auch die ersten Gegenstände, die man so mitnehmen darf, ändern sich. Auch solche Sachen wie Hinweismarker und dann solche Sachen. Also je nachdem eben, wie man das spielt, mit welchen Charakteren, mit wie vielen Personen und so weiter, passt sich das Spiel da eigentlich immer an. Finde ich eigentlich ganz cool. Genau. Und man möchte nicht verrückt werden. Ja, es ist dann halt wahnsinnig kann man eben dann doch relativ schnell mal werden. Ja. Je nachdem, wie gut man halt auch im Würfel manchmal ist. Ja, hier sind nicht Würfel, mit denen macht man eigentlich die ganze Zeit Würfelproben. Es gibt leere auf dem, also leere Flächen auf dem Würfel, Sterne, die für den Erfolg stehen, und solche Lupen, die kann man dann mit Hinweisplättchen zu einem Stern bzw. zu einem Erfolg umstellen. Ja. Ich habe nur mal so ein Charakterblatt gesucht, damit man auch mal sehen kann, wie das aussieht. Also zum Beispiel könnte ich Carson Sinclair sein, der ist der Butler. Dann kann man nämlich sehen, der hat eben 8 Lebensenergie und 6 geistige Gesundheit, Stärke. Geistige Stärke, wie auch immer. Wenn ich eben angegriffen werde, kann ich sowohl als auch verlieren. Mhm. Wenn ich eben all meine geistige Stärke verliere, dann darf ich mich noch einmal erholen. Dann wird man wahnsinnig. Ja, dann wird man wahnsinnig. Genau. Und wenn man eben wahnsinnig wird, dann kann sich mitunter das Ziel verändern deines Charakters. Dann ist es vielleicht nicht mehr, okay, löse den Fall und löse das Geheimnis und schaffe es da raus, sondern kann vielleicht auch sein, sowas wie... Flieg raus, weil du nochmal irgendwie... Ja, ihr müsst zwar das Spiel insgesamt gewinnen, aber du musst leider... praktisch vorher ausscheiden aus dem Spiel. Das heißt eigentlich mehr oder weniger sterben, denke ich. Genau. Sowas kann eben passieren. Und kann aber auch sowas passieren, wie du musst deinen Leuten Gegenstände wegnehmen, glaube ich. Ich habe sie noch nicht alle gelesen. Wir haben noch nicht alle... Was hattest du mal eine Karte? Da tust du irgendwie nicht sprechen oder so. Ja. Das fand ich witzig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so witzig fand. Also ich fand schon witzig. War ziemlich wahnsinnig jedenfalls. Also ich hatte eine witzige Karte, als ich wahnsinnig war, weil da stand irgendwie sowas wie, du bist zwar misstrauisch, aber dein Ziel ändert sich nicht. Ja. Was ich eigentlich auch ganz cool fand, war zum Beispiel, dass wenn man gegen irgendwelche Monster gekämpft hat, gibt auch ein paar kleinere als die ganz großen, aber wenn man gegen Monster kämpft, dass dann... das Größte raus. Ja, weil das lag halt hier gerade so geschickt. Und das sieht so nett aus. Ja, sehr nett. Dass eben in der App, wenn ich jetzt kämpfe, dann nicht einfach nur, okay, ihr kämpft, ihr macht so und so viel Schaden dran steht, sondern dass da schon auch irgendwie so dran steht, wie man jetzt seinen Kampfmove macht. So. Genau. Du duckst dich irgendwie unter den Beinen des Monsters hindurch und versuchst ihm von hinten in den Rücken zu schlagen, mach eine Probe auf Geschicklichkeit oder sonstiges und dann wirst du sehen, ob es klappt oder nicht. Wenn ja, dann hast du ihm voll in die Kniekehlen geboxt oder was auch immer. Der geht zu Fall. Und wenn du es nicht schaffst, dann war er kurz beeindruckt, aber es war voll unnützlos. Dann wirst du noch mal. Das finde ich irgendwie ganz nett. Also, dass er nicht immer das gleiche Tasche ist, sondern dass da wirklich so ein bisschen was. Genau. Und für die Leute, die gerne Sachen anmalen, also solche Figuren anmalen, gibt es definitiv sehr viel zu malen. Ja. Also, abgesehen von den Heldenfiguren, die schon auf solchen Sockeln sind, gibt es eben noch diverse Monster, wie so ein Kultist oder Gegner. Die haben hier nochmal so die extra Sockel dabei. Kann man die dann draufkleben. Also die Anleitung hat mich dann schon mal kurz irritiert. Da sagt der, okay, bevor ihr das erste Mal spielt, klebt alles auf. Ich so, nee.
Das mache ich jetzt einfach nicht. Da sind auch nochmal solche Blättchen drin, die man vielleicht schon aus dem einen oder anderen Spiel kennt, wie zum Beispiel Arkham Horror. Ich glaube, da sehen die fast genau gleich aus. Genau. Ja. Wie gefällt dir das Spiel? Gut. Ich habe auch schon mal gewonnen. Also wir haben jetzt bestimmt schon 5 Runden oder so gespielt. Ich habe nur 2 gespielt. Ja, also ich habe dann eben schon 5 Runden gespielt in unterschiedlichen Konstellationen. Und ich habe einfach noch nie gewonnen. Also es halt entweder, weil wir einfach nicht gewonnen haben, weil wir einfach versagt haben, oder aber, weil ich leider verrückt geworden bin und dann leider meine Verrücktheit nicht mehr ausleben konnte, bevor das Spiel gewonnen war. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich schon noch Ehrgeiz, es zumindest mal so zu spielen, dass ich mal irgendwann gewinne. Hörst du mich? Ja, kann ich doch nichts dafür, dass doch, du hast mich im Stich gelassen. Du hast mich einfach im Stich gelassen mit 100 Monstern draußen in der Halle und hast dich in der Bibliothek verkrochen. Gar nicht. Kann ich doch nicht wissen, dass da noch ein Geheim ja, aber, als, aber du hast gewusst, dass da 100 Monster bei mir stehen. Du hast ja auch voll Bot gemacht. Ja, und wann nicht war ich halt wahnsinnig. Ja. Toll. Also, da gibt es dann aber auch Geschichten drin. Also, ich meine, da steht dann manchmal sowas dran, wie es dauert 2 Stunden und gefühlt dauert aber halt 4 oder 5. Vielleicht liegt es auch nur an uns. Vielleicht sind wir auch einfach so schlecht. Oder einfach so langsam. Also ich bin eh immer langsam. Weiß man jetzt. Also uns gefallen solche Spiele ja eigentlich so oder so, weil kooperativ ist gut und Rätsel lösen, Geschichten spielen und so weiter ist auch immer gut. Hast du jetzt schon wieder das? Bestimmt. Ha! Ta-da-da-da! Ich hab's richtig rum reingetanzt, das erste Mal. So. Ich wusste gar nicht, was. Liv, du hast das Schlusswort. Ui. Das ist eine Ehre. Ja. Na dann, eigentlich gibt's gar nicht mehr viel zu sagen, außer ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt einen Kommentar. Vielleicht darüber, welche Spiele euch von außen so hervorragend gefallen haben, dass ihr sie unbedingt kaufen musstet. Und dann dachtet, das Spiel ist eigentlich nicht so euers. Warum habe ich das nur gekauft? Weil euch die Schachtel reingelegt hat. Genau. Schreibt das in die Kommentare. Was übrigens immer nicht heißt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist eigentlich schon ein gutes Spiel. Nicht für uns. Ja. Gebt einen Daumen nach oben oder abonniert. Oder alles zusammen. Genau. Guckt auch unsere anderen Videos an. Wir haben jetzt schon 2. Boah, wir sind so fleißig. 2 andere Videos. Hallo, immer 9 Spiele. Haben wir schon mal gespielt. ja. Alle Spiele haben uns Spaß gemacht. Genau. Ich hoffe, ihr kauft es. Tschüss. Tschüss.